ich will immer mal wieder einen neuen Film oder eine neue Serie anfangen und was mache ich mir an einem an zum hunderttausendsten Mal Harry Potter oder Herr der Ringe. Herr der Ringe? Oh, ich kann mir das nicht mehr angucken. Ich weiß nicht, ist für mich so ausgelutscht. Hab in Animal Crossing 3000 Spielstunden. Ja, hier siehst du, dann gibt's halt eben so auch so Spiele, wo du ewig lang dran hockst. Gibt's halt auch. So, jetzt gehen wir nochmal angeln und hoffen, dass wir endlich mal die Dings fertig machen. Erstens Simba fertig gelevelt haben, vielleicht irgendwann mal. Und zweitens die Garnelen endlich mal. Ich hätte sie gerne mal fertig. Herr der Ringe ist toll. Ich finde es irgendwie ausgelutscht. Ich kann es nicht mehr sehen. Boah, Frodo ist mir so auf den Sack gegangen. Oh, das ist der Einzige, der mir auf den Sack gegangen ist in dem ganzen Film. Hä? Was? Oh, mir fehlt rote Alge. Oh, Alge. Mir fehlt Alge. Ich glaube, Disney Dreamland Valley ist auch so ein Game, wo ich Stunden sammeln werde. Ja, ich glaube, ich habe kein einziges Spiel so lange gespielt wie Disney Dreamland Valley. Ich glaube, das ist tatsächlich mein Rekord mittlerweile. So, warte. Ich lese gleich wieder. Wir können ja über... Also, ich kann... Also, falls es euch übrigens... Ich hoffe, es nervt euch nicht, dass wir gerade über Filme die ganze Zeit reden. Ich finde es gerade auch echt cool, weil wir, über Filme und Serien reden wir eigentlich so gut wie nie, ne? Und dabei habe ich ja wirklich früher meine Leidenschaft darin gehabt. Also, ich hatte wirklich sehr, sehr viele. Ich habe auch mein ganzes DVD-Regal ist voll mit irgendwelchen peinlichen Sachen von früher. Jetzt mittlerweile kaufe ich halt kaum noch was, weil ich auch gar nicht mehr dazu komme. Ah, hier. Da ist die letzte Alge. Ich schaue gerne Toffee-Videos beim Zocken, aber es ist gerade leider schwer. Oh, es tut mir leid. Ich kann leider nichts dafür. Mein Mann kann den ersten Hobbit-Teil mitsprechen. Der liebt den Film so sehr. Oh Gott. Ich fand die ganze Hobbit-Reihe irgendwie ziemlich misslungen. Der letzte war der absolute Burner. Im negativen Sinne. Alter, der letzte war so schlecht. Oh. Ich habe nur bei Genshin Impact über 1000 Stunden. Okay, da kann man auch echt viel Zeit liegen lassen, ja. Toffi, hast du dir jemals ein... was? KD-Rama angeschaut? K-Drama? Ich weiß nicht, was das ist. Patti, danke schön, dass du da warst. Ciao. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist denn ein K-Drama? Ich weiß nicht, was es ist. Bitte erleuchte mich. K-Drama. Korean-Drama. Ich habe tatsächlich koreanische Horrorserien geguckt. Ich fand Sweet Home ziemlich geil. Und ich fand auch diese andere Serie ziemlich cool. Oh, das war nur so eine Zombie-Serie. Sweet Home war das, wo sie alle mutiert sind. Und eine Zombie-Serie. Oh My Ghost? Nee. Das ist nach einem Comic, glaube ich, verfilmt worden. Verseriert worden, kann man das so sagen. Wie hieß die denn? Das hat, glaube ich, auch nur so einen 0815-Namen gehabt. Also. Viel Spaß mit uns. Danke, Patti. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bei allem, was du noch machst. Bei der Hobbit frage ich mich immer noch, wie kann man aus einem Buch drei Filme machen? Das hat sich, glaube ich, jeder gefragt. Wie man das hingekriegt hat. Wie man das hingekriegt hat. Wie fandest du es? Die beiden Serien fand ich gut. Was meinst du jetzt?
Also, weil der Schnittstil ja doch sehr anders ist. Boah, nicht unbedingt. Also, ich, wie gesagt, ich gucke ja auch sehr, generell halt eben, ich habe auch zum Beispiel japanische Horrorfilme hin und wieder mal, oder beziehungsweise im japanischen Stil. Die original japanischen Horrorfilme habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber die The Ring zum Beispiel und The Grudge waren ja im japanischen, also aus einem japanischen Original entwickelt und die fand ich tatsächlich auch ziemlich geil. Wobei ich muss sagen, ich habe The Grudge zum Beispiel auch mal wieder geguckt, nach Ewigkeiten, nach wirklich Ewigkeiten, das catcht mich heutzutage nicht mehr. Irgendwie ist die Luft raus, wenn du weißt, wie The Grudge ist. Das Einzige, was ein bisschen gruselig ist, ist die Tatsache, wo halt eben das Viech im Bett ist. Also, wo sie Bettdecke hochmacht und dann kommt das Geisterkind da irgendwie die Bettdecke hoch. Das fand ich mega gruselig. Alles, was im Bett, wenn Viecher im Bett auftauchen, dann ist das gruselig. Da krieg ich Gänsehaut. Das ist dann wirklich ein bisschen eine Ecke zu hart. All of Us Are Dead. Genau, Steph, du sagst es. Das ist die richtige Serie, genau. Und die war super. Das ist eine koreanische Horrorserie auf Netflix. Die ist super. Die könnt ihr euch angucken. Ich fand die toll. Boah, von der Genehmigungsaufgabe bekomme ich Aggression. Ich bekomme einfach keine und versuche es schon seit Tagen. Ja, siehste. Aber hier ist eine. Ich habe eine. Das ist bestimmt eine. Guck. Ich habe gerade eine. Freust du dich für mich mit? Es ist ein bisschen arg fies, ich weiß. Aber das ist bestimmt eine. Nein! Freust du dich? Nee, ich wollte das nicht. Mann, no! Chinesische Horrorfilme sind so geil. Wie gesagt, ich kenne nicht so viel. Ich kenne nur die japanischen. Da ist noch ein blaues. Oh, das ist aber eine Garnele, oder? Toffi kriegt ein Kind. Oh. Ah, ich habe genügend Zeit mit Simba verbracht. Eine Stunde. So, ich müsste jetzt auch bald alle Quests durchhaben, glaube ich, vom Sternpfad. Aber zumindest mal... Ja, es ist eine Garnele. Okay, jetzt darfst du dich für mich freuen, Black Angel. Japanische Horrorfilme finde ich ziemlich lahm meistens. Wie gesagt, mittlerweile kann ich sie auch nicht mehr sehen. The Ring ist, glaube ich, halt, ist halt ein bisschen abstrus gewesen da mit dem Film, weißt du. Oh, noch ein blaues! Ich habe einen Lauf, Leute. Warte, nein. Da rein. Och, jetzt aber. Noch ein blaues. Wollt ihr einen Tipp wegen den Garnelen fangen? Ja, bitte, bitte, macht es. Ich brauche einen Tipp. Schade. Squid Game fand ich lustig, aber vorhersehbar. Ja, Squid Game war leider das Ende sowas von vorhersehbar. Also das Ende hat mich total enttäuscht. Das war so offensichtlich. Ich werde es nicht verraten für alle, die Squid Game nicht gesehen haben. Ich werde es nicht verraten, aber ich fand das so offensichtlich. Liegt bestimmt am Kleid. The Ring-Version aus Japan ist auch Käse. Ja, gut. Wann ist der Spielwechsel geplant? Ich würde jetzt dann bald wirklich auch Spielwechsel machen, damit wir noch genügend Zeit in Speedstorm verbringen, weil ich nicht weiß, wie lange ich heute noch online bin. Ich würde jetzt dann eh bald Spielwechsel machen. Warte, aber ich kann auf jeden Fall mal kurz das Event abblinksen. Ja, ich bin fast durch. Guckt mal, Leute. Ich bin fast durch mit meinem Pass. Ich muss noch eine Garnele fangen. Ich brauche noch 4 Amethyst. Ich muss noch Sternmünzen sammeln, Seeteufel fangen und diesen komischen Luftballonbogen. Aber deswegen brauche ich halt diese schwarzen Passionslilien, die ich gerade sammeln musste. Da kann ich jetzt auch gleich nochmal hochgehen. Aber Simba müssen wir halt auch leveln zu Ende. Der hat noch eine Quest für uns. Squid Game war voll langweilig. Nee, langweilig fand ich es nicht. Ich fand es tatsächlich spannend. Aber ich fand es halt sehr vorhersehbar. Man wusste halt, wer bis zum Ende überlebt. Man wusste zwar nicht, wusste zwar nicht genau, wie viele Leute überleben bis zum Ende, aber man hatte halt voll klar, und vor allen Dingen, ich wusste halt, was es mit dieser Person, mit dieser einen Person, die am Ende halt wichtig gewesen ist, auf sich hat. Wie gesagt, ich will nicht spoilern, aber ich wusste halt, was es mit dieser Person auf sich hat. Das war so offensichtlich. Aber ja, gut. So, ich werde jetzt nochmal kurz ein bisschen klatschen, Steine klatschen, damit ich hier mein Amethyst kriege.
Am besten vor 18 Uhr angeln. Da sind sie öfter. Nach 18 Uhr ist es vor allem der Königsfisch. Oh, cool. Das heißt, ich sollte jetzt vielleicht eher den Königsfisch suchen. Oh, stimmt, Leute. Wir haben bald keine Eierquest mehr, ne? Das ist jetzt bald vorbei, ne? Am 24., 25., glaube ich, ne? Ups, unser Eier-Event ist bald vorbei. Unser Oster-Event. Ich muss doch gucken, dass ich das ganze Zeug noch gemacht kriege. Eieiei, ja, stimmt. Ich habe gerade einen Test auf der Box gemacht. Da stand, war dort... Der Stand dort war dort an Mondsteine und die Möbel aus dem Paket war alles da. Was? Was? Ich habe gerade einen Test auf der Box gemacht. Ich verstehe nicht ganz genau, was du meinst. Also, vielleicht fehlt mir gerade der Kontext. Kann sein. Ursuli Olle pennt immer. Ja, es ist halt wirklich so. Immer wenn ich streame, um diese Uhrzeit pennt sie wirklich. Aber Nala auch. Und Remy. Das sind die drei, die bei mir pennen. Genau. Warte. Remy pennt, Ursula pennt und Nala pennt. Das sind die drei. Pennt bei mir auch. Disney, auf der Xbox, Disney neu machen, ach so. Ja, ich hoffe das Beste für dich, wirklich. Ich hoffe das Allerbeste für dich, dass da alles noch dabei ist und so. Ich habe mit Brownie zum Beispiel auch gestern nochmal, ich war bei Brownie gestern im Stream, wir hatten es auch noch davon gewesen, ob er die Drops gekriegt hat von Disney Speedstorm und wir haben uns nochmal darüber unterhalten, dass es echt eine mega Asi-Geschichte von den Entwicklern gewesen ist, diese Twitch-Drops halt wirklich nur für einen Tag zur Verfügung zu stellen. Ich fand das so scheiße. Entschuldigung, dass man das wirklich jetzt mal so deutlich sagen muss, aber für einen Tag. Sie haben zwar versprochen, dass es irgendwann wiederkommt, aber das kann auch nur eine leere Versprechung sein. Man weiß es ja nicht. Also, eben, das war ja noch nicht mal ein ganzer Tag. Und vor allen Dingen, die Leute haben sich drüber aufgeregt, weil die Streamer, für die sie sich entschieden haben, denen sie diese Drops geben, das sind ja nicht alle Streamer, das sind ja nur die Ausgewählten. Und die haben noch nicht mal so lange gestreamt. Das heißt, du musstest mega Glück haben, dass die gerade online waren. Also, wenn Ryan das nicht so rechtzeitig bei uns rausgefunden hätte und bei uns reingepostet hätte, dann hätten wir wahrscheinlich gar nichts davon gekriegt. Also... mega Assi-Aktion eigentlich gewesen, aber gut. Hätte man wenigstens für eine Woche hätte man es machen können, so wie es bei Disney Dreamlight Valley halt jetzt eben der Fall war. Naja. So, hier Seeteufel. Ich hoffe doch. Yeah, nice. Ich hol mir den Teufel. Den Seeteufel. Yeah. Lucifer in Fisch von. Entschuldigung. Solange meine Angel noch gut ist, könnte das jetzt eigentlich. Die kleine geile Giraffe auf Twitch hat Spaß mit. Die kleine geile Giraffe auf Twitch. So, wir machen gleich Spielwechsel, Leute. Macht der Seeteufel wieder auf. Siehst du? Oh, so viele Seeteufel. Aber das zählt leider nicht. Ich muss sie leider fischen. Das zählt nicht. Den letzten kriege ich nicht. Schade. So, einen brauche ich noch, ne? Ja, einen noch. Okay, den kriegen wir auch noch. Den kriegen wir auch noch. Guck mal hier, wir haben gerade echt Glück. Wegen der Superangel. Hallo, Liassas. Welcome back. So. Yeah, geschafft. Nice. Super. Guck mal, jetzt kann ich mir noch ein bisschen was holen. Belohnungen. So früh war ich noch nie dran. Wir haben noch 26 Tage dafür und ich bin schon fast durch. Alter, krass. Ich war noch nie so früh dran damit. Die wichtigsten Sachen habe ich eh schon. Jetzt sind es nur noch die Motive, die mir fehlen. Und die waren mir nicht so wichtig. Hast du den YouTube-Kanal wieder? Mandy schadet leider nicht. Sorry. Ich lasse es euch wissen, wenn da sich irgendwas entwickelt hat. Woher bekommt man eigentlich diese Fische aus dem Hier und Dort? Keine Ahnung. Habe ich bis jetzt auch noch keinen gefangen.
So. Da bin ich schon drin. Ist das nicht toll? Wollen wir uns gleich direkt den Shop angucken, wenn wir schon dabei sind? Oh, guck mal. Genau, die, tatsächlich habe ich doch Sachen schon gekannt. Die beiden sind tatsächlich alte Sachen. Und da wäre jetzt auch die Frage endlich geklärt, ob auch alte Items, die quasi vor dem Update gezeigt beziehungsweise käuflich erwerbbar waren, ob die nochmal zur Verfügung stehen. Und das ist tatsächlich der Fall. Denn dieses Ding habe ich ja schon erworben, diese Strandstimmung. Und die war vor dem Update, also bevor die neuen Items hier in den Shop gekommen sind. Deswegen beruhigt euch, Leute. Es kann durchaus sein, dass die ganzen Items, selbst wenn ihr euch mal dazu entscheiden solltet, es vorübergehend erstmal nicht zu kaufen, dass sie irgendwann mal wieder da sind. Was ich allerdings richtig scheiße finde, ist, dass schon wieder ein skurriles Begleiterpaket drin vorkommt. Und dann ist auch noch ein Blau. Muss ich jetzt jede Farbe kaufen, oder was? Das finde ich eine Unverschämtheit. Ich muss aber auch, also, ich bleibe dabei, die Speisekammer mit einem Hauch von Arendelle ist nicht so meins. Den Ofen finde ich mega geil, den Schrank finde ich so lala und die Teller sind auch nur so lala. Ich kaufe die mir nicht, also die muss nicht sein. Wie geht's Tiffy? Der geht's gut. Hoffe ich. Letztes Mal, als ich mit ihr geredet habe, hat sie irgendwelche komischen Geräusche gemacht. So, als würde man quasi einen Frosch erwürgen. Aber ansonsten geht es ihr, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, die hat Corona. Darf man das überhaupt sagen heutzutage? Black Queen, guten Abend! Achso, ups, ich habe übrigens vergessen. Ich habe ja mein Dings, habe ich ganz vergessen. Eigentlich wollte ich es weglassen, aber mir kam heute voll die super Idee, die ich gerne mal machen möchte, weil ich auf Discord ein Video gepostet habe und deswegen habe ich gedacht, mache ich heute trotzdem nochmal drin. Wie gesagt, fühlt euch nicht genötigt, sowas immer sofort zu füllen. Es ist nur so, dass ich gerne sowas reinbringe, weil ihr dann wisst, worauf ihr hinspendet, wenn ihr was spendet. Wie lange geht der Sternenpfad noch? Der geht tatsächlich noch 22 Tage, also noch ziemlich lange. Also es dauert noch ein bisschen, bis wir das nächste Update bekommen. Ich würde mal sagen, irgendwann im Juni kommt das nächste Update. Frühestens, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen später. So, jedenfalls, Speisekammer mit einem Hauch von Arendelle, ich bin raus, das nehme ich, kaufe ich nicht. Und auch Sully und Mikes Wohnung. Ich habe jetzt diese kleine Hütte, diese kleine lila Hütte. Ich habe das Boot von Erik und ich habe das Schloss. Es reicht, ich muss Sully und Mikes Wohnung nicht holen. Ich finde die ehrlich gesagt auch nicht wirklich spektakulär. Die sieht irgendwie auch so 0815 aus. Sieht ein bisschen aus wie Plattenbau. Also, ist nicht so. Sarah, hallo. Gut, hab noch Zeit. Ja, ist noch ein bisschen Zeit. Also Sternvater, habt ihr noch ein bisschen was zu tun. Das Schloss muss noch mal reinkommen. Vielleicht bestimmt auch. Also ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt irgendwann wieder zurückkommt. Ich wünschte, meine Motivation für Dreamlight Valley würde mal wieder zurückkommen. Vielleicht kommt ja irgendwann mal das mega krasse Update. Wenn Multiplayer kommt vielleicht. Kommt dann eine richtig geile Multiplayer-Mode und dann bist du soweit. Also ausgehend von den Tatsachen, dass ich weder Sully und Mikes Wohnung möchte, noch Speisekammer im Hauch von Arendelle, hole ich mir jetzt die Begleiter in Bleu. So. Und ich nehme wieder den Raben, weil ich den irgendwie am coolsten finde, wenn der so nebenher fliegt. Den gönne ich mir jetzt. So. So. Oh, Alter, ist das geil! Entschuldigung. Ja, und wir haben Post gekriegt. Wir haben einen Brief bekommen. Wir haben einen Brief bekommen. Ich frag mich nur, von wem? Gönjamin, ja. Oh, hä? Erfolg! Grünster Park. Glückwunsch an alle Talbewohner zum Erreichen des Erfolgs Grünster Park. Anbei findet ihr eure Belohnung. Stellt sich... Ach, das war auch eine von diesen Community-Challenges. Die habe ich gar nicht mitgekriegt, tatsächlich. Stellt sicher, dass ihr noch Platz im Inventar, bevor ihr sie einfordert. Als Teil unseres Sternenpfads der Disney-Parks fordern wir alle Talbewohner heraus, ihre eigenen Dreamlight-Parks zu bauen, indem ihr eine Vielzahl von verschiedenen Gegenständen verwendet. Sobald die Meilensteine der Herausforderung erreicht sind, werden aufregende Belohnungen an die Posteingänge aller Spieler verschickt. Auf unserer offiziellen Website erfahrt ihr, wie ihr teilnehmen könnt. So, das sind 5 Items. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Jo, ich habe Platz. Gut. Aber wir sollten trotzdem auch nochmal abspeichern, aus Sicherheitsgründen. Money, money, money. Must be funny. In a rich man's world.
All the things I could do if I had a little toffee on a Twitch stream. It's a rich man's dream. Nee. Ich hab's versucht wieder ein bisschen, ne? Sonst krieg ich Ärger von ABBA, dass ich deren Musik klaue. Wunderschön, dankeschön. So, jetzt habe ich alles. Nice. Die habe ich, glaube ich, hier gesammelt, ne? In meinem absolut immer noch nach Kraut und Rüben aussehen. Das dauert viel zu lange. Das ist so annoying. Das dauert viel zu lange. Dankeschön für den Clip. Ist eigentlich schon bekannt, was als nächstes kommen wird, Update. Ich glaube, das Einzige, was man weiß über das nächste Update, ist, dass... Achso, ich muss noch in die Häuser gucken. Wir gucken jetzt mal in die Häuser wegen den neuesten Dingern. Das nächste, von dem nächsten Update weiß man, dass es eine Disney-Prinzessin sein soll. Und ich gehe mal davon aus, beziehungsweise es könnte halt sehr, sehr wahrscheinlich sein, dass Belle dazukommt. Weil bei Belle weiß man ja schon, dass sie auf jeden Fall... Bällchen, hallo. Bei Belle weiß man ja tatsächlich, dass sie auch irgendwann mal hier erscheinen wird, höchstwahrscheinlich, weil sie auf dem Cover ist. Also gehe ich mal schwer davon aus, dass es Belle sein wird. Ist meine Vermutung. Ich persönlich, wenn ich mir eine Disney-Prinzessin wünschen würde, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wen würde ich mir wünschen? Ich gehe nochmal bei Goofy rein. Da können, darf ich nicht rein, ne? Ja. Danke. Wen würde ich mir wünschen? Also irgendwie, ich würde ja gerne Aladdin haben tatsächlich, aber bei Aladdin halt eher nicht Jasmin, sondern Aladdin. Oder Genie. Alter, Genie wäre so cool. Genie wäre echt mega. Mini, hau ab. Ich muss in dein Haus. Die passt ja gut. Ja, genau, Bällchen, ne? Rapunzel wegen ihrem Turm früher. Na gut, wir hätten ja zumindest mal die Mother. Mother Gothel. Ne, gut, Entschuldigung. Ja, die ist auf jeden Fall schon mal da. Aber, du musst halt immer auch bedenken, die Figuren, die hier reinkommen in Disney Dreamlight Valley, bringen ja meistens immer irgendetwas Besonderes mit sich. Ein Realm oder eine besondere Fähigkeit oder sowas, die vielleicht wirklich wichtig sein könnte. Ja. Ich weiß nicht. Rapunzel könnte ihre Haare durchs ganze Valley legen lassen, weißt du? Oh, das wäre eine tolle Quest, oder? Sammel Rapunzels Haare im ganzen Dreamlight Valley auf. Wäre doch irgendwie lustig, oder? Muri, hallo. Ich mag das Schön und das... Ich mag die Schön und das Biest. Ich auch. Ich mag tatsächlich den Film auch wahnsinnig gerne. Hab ihn aber auch schon echt lange nicht mehr gesehen, weil mein Sohn ist jetzt nicht so der Fan davon. Der mag lieber Eiskönigin. Ist wirklich so. Cinderella wegen dem Kürbis. Oh, stimmt. Der Kürbis wird ja auch nächstes Mal thematisiert. Da muss aber auch die gute Fee dazukommen. Es ist fast so, als wären wir in Bonnies Verlust. Oder die Mäuse. Oh, das wäre zu süß. Cinderella, Cinderella, Tag und Nacht, nur Cinderella, da 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 da. A Princess Races to Valley, also könnte ja vielleicht wirklich Vanellope von Ralf Reis. Stimmt, Ralf kommt auf jeden Fall auf jeden Fall auch drinnen vor. Darkmerkurchi, habe ich das richtig ausgesprochen? Dankeschön für den Follow. Da muss ich gerade an Mercury denken, als ich den Namen gelesen habe. Freddie Mercury. Den kennt ihr, oder? Da muss ich gerade dran denken, als ich den Namen gelesen habe. Ich hoffe, aber ich will nichts Falsches sagen. Danke für den Follow. Bei Ralf reicht's, dann wissen wir tatsächlich auch, dass der Ralf, der wurde im Trailer auch gezeigt. Aber ist sie denn eine Prinzessin? Ist sie eine Prinzessin? Das ist sowieso immer die Frage. Was zählt denn jetzt eigentlich als Prinzessin? Weil hier Dings zum Beispiel auch. Wie heißt sie denn? Wie heißt sie denn? Mirabelle. Die ist ja auch keine Prinzessin, ich bin oder? Ganz zufällig der wieso ist sie Prinzessin? Sie ist nur die Tochter in einer Familie. Also von dem her würde ich jetzt bei Mirabelle nicht interpretieren, dass sie letztendlich diejenige ist, die jetzt, wenn sie nicht schon da wäre, also wenn sie jetzt nicht da wäre, dann könnte man jetzt auch interpretieren, vielleicht kommt Mirabelle rein, aber, ne? Jasmin aus Aladdin, da hatte ich es ja auch gerade eben von gehabt. Ich würde voll abfeiern, wenn Aladdin kommen würde,
Oder Genie. Aber Jasmin, ich weiß nicht, die ist so unscheinbar irgendwie. Ich weiß nicht, ich fand die immer irgendwie so ein bisschen... Ich fand die irgendwie so... Ich frage mich, ob hier jemand einen Schnickschnack oder einen Dingsbums hat. Ich habe einen Dingsbums in meiner Hose, aber den zeige ich dir nicht. Ja, so nenne ich meinen Kugelschreiber, den ich immer mit mir führe. Ja. Ja, ich fand Jasmin tatsächlich irgendwie immer so ein bisschen... Ja, sie war halt da, aber ich fand sie irgendwie so ein bisschen belanglos. Herkules wäre auch... Oh ja, Herkules wäre auch mega geil, ne?